Viktoria Bayer, geboren 15. Februar 1991 in Leverkusen, wohnhaft in Merzach, ledig, Schülerin am Gymnasium. Die Angeklagte suchte am 18. Juli 2009 um 23.50 Uhr das Lokal Red Hot Moon ihres Ex-Freundes Burkhard Salzl in Merzach auf. Als sie den jungen Mann Getränke aus seinem Pkw ausladen sah, kam ihr plötzlich die Idee, wie sie sich an ihm für die kürzliche Trennung rächen könnte. Sie wartete, bis Burkhard Salzl mit einer Kiste Tequila im Lokal verschwand. Dann setzte sie sich in den offenen Wagen, bei dem der Zündschlüssel steckte, und fuhr ihn ungebremst frontal gegen die dort stehenden Schließfächer. Die bei dem Aufprall nicht zerstörten Flaschen wurden schnell von herbeieilenden Nachtschwärmern entwendet und teilweise auf der Stelle geleert. Der insgesamt entstandene Sachschaden beträgt 10.223 Euro. Strafantrag wurde form- und fristgerecht gestellt. Die Angeklagte wird somit der Sachbeschädigung in Tateinheit mit unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeugs beschuldigt, strafbar gemäß Paragraphen 248b Absatz 1 und Absatz 3. Anklage, haben Sie jetzt gehört? Wollen Sie sich dazu äußern? Ja. Ich habe Burkhards Auto nicht genommen. Echt nicht. Ich glaube, dass es dieser Jan Fritsche war aus dem Testimonial. Das ist der Club direkt gegenüber vom Red Hot Moon. Wo waren Sie denn, als das Fahrzeug Ihres Ex-Freundes in diese Schließfächer da reingefahren wurde? Ich war mit Lynn, das ist meine beste Freundin, irgendwo im Gapa unterwegs. Wir haben gar nicht mitbekommen, dass irgendwas passiert ist. Und Gapa ist? Gaudiamus Park oder so heißt das. Aber alle sagen nur Gapa, das ist irgend so ein Gelände mit Clubs und Bars. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Burkhard Salzl nach Ihrer Trennung? Ganz okay. Hat er mit Ihnen Schluss gemacht? Ja, schon. Hat aber gepasst, weil wir am Ende eh nur noch gestritten haben. Wir verstehen uns jetzt auch wieder ganz gut. Also bis zu dem Tag, meine ich. Bis Sie ihm die Eröffnungsparty für seinen neuen Club ruiniert haben, indem Sie seinen Wagen zu Schrott gefahren und damit den Getränkenachschub für seine Party unterbrochen haben. Ich war das echt nicht. Es gibt aber Zeugen, die Sie in dem Wagen gesehen haben wollen. Das stimmt trotzdem nicht. Für diese Tat kommen wirklich mehrere Menschen in Frage. Wir reden hier über ein großes Partyareal, da laufen Hunderte nachts rum, da kann jeder den Wagen genommen haben. Und dazu gibt es dann noch den Jan Fritsche, der müsste eigentlich mehr als sauer gewesen sein. Wieso mehr als sauer? Er hat direkt gegenüber einen Laden aufgebaut, im direkten Konkurrenzverhältnis, wenn ich das an der Chart mal kurz skizzieren dürfte, zur Verdeutlichung. Hier unten rechts sehen wir den Club von Herrn Fritsche, der dort damals den Herrn Salzl, der direkt gegenüber das Red Hot Moon aufgemacht hat, als Türsteher beschäftigt hat. Und in diesem Club von dem Herrn Fritsche fanden damals Pornopartys statt. Das sind so Motto-Partys. Und letztendlich hat der Herr Salzl genau dasselbe gegenüber auch gemacht. Ja, und der Jan hat auch so Flatrate-Partys gemacht. Flatrate-Partys, da wird dann für einen Preis eine ganze Menge getrunken. Und der Herr Fritsche, der wollte natürlich diesen Tequila-Strom, weil es dann im Red Hot Moon Tequila gäbe, unterbrechen für die Öffnungsfeier, damit das ein Desaster wird. Wenn keine Getränke da sind, wobei das versprochen wäre, ist das natürlich das Desaster. Ja, nur Jan Fritsche hat in der Nacht in seinem Club gearbeitet. Ja? Und er hat am Nachmittag des 18.07. keinen Streit mit Burkhard Salzl gehabt. Ihre Mandantin schon. Stimmt das, Frau Bayer? Nein, also nicht so wirklich. Ich habe ihn gefragt, ob er mir einen Gefallen tun kann und mich und Lynn auf die Gästeliste schreibt. Aber er war total im Stress und hat Nein gesagt. Dann bin ich wieder gegangen. Ach so, das hat uns Burkhard Salzl aber ganz anders erzählt, beziehungsweise der Polizei. Und warum glauben Sie ihm und nicht Viktoria? Und Sie sind? Ich bin Frau Bayer, die Mutter von Viktoria. Ich kann es hier nur schwer ertragen, dass meine Tochter schlecht gemacht wird. Ja, deswegen brauchen Sie auch nicht reinzureden. Wenn Sie nicht können, müssen Sie rausgehen. Ich kann Ihnen das nicht ersparen, dass hier noch einiges zur Sprache kommt, was Ihnen vielleicht nicht gefällt. Gibt es noch Fragen an die Angeklagte? Keine Fragen, danke. Nehmen Sie mal bitte beim Verteidiger Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Burkhard Salzl, bitte. Herr Salzl, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Zuallererst muss ich Sie mal belehren, und zwar, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Burkhard Salzl, Sie sind 27 Jahre alt, wohnen in Merzach, Sie sind ledig, Betreiber eines Clubs, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Nein. Aber Sie und die Angeklagte, Sie waren mal ein Paar, oder? Ja klar, aber so eine kindliche Kuh lache ich mir sicherlich nicht nochmal so schnell an, die erst meine Karre ruiniert und meine Eröffnung versaut. Also, dass Sie da jetzt mal sauer sind, ist die eine Sache, aber dass ich hier keine Beleidigung hören will, ist die andere Sache, klar. Also, Eröffnung wurde versaut, und zwar die Ihres Clubs. Ja, klar. Porno-Party, ja, gediegene Strip-Shows, 25 Euro Eintritt, sexy Outfits und Tequila All You Can Drink. Ich habe sogar einen Flyer mit. Vielleicht wollen Sie den mal sehen dazu. Ja, von mir aus. Gern.
Bisschen Werbung kann ja nicht schaden, oder wie? Ach, den würde ich auch ganz gerne mal sehen. Ja. Ja, das wundert mich nicht, Herr Kollege. Wollen Sie Veranstaltungszeiten wissen? Gut, Sie erzählen bitte weiter. Da passt mir ganz gut hin. Was erzählen? Und? Sexy Kleidung? Das heißt, erzählen Sie doch weiter. Ja, an diesem Nachmittag bin ich mit meinem Getränkelieferanten im Gespräch gewesen und wollte noch die Getränkebestellung etwas aufstocken. Und da quatschte mir die ganze Zeit die Vicky dazwischen mit irgendeinem Gefallen, den ich ihr tun solle. Mhm. Um was hat sie Sie denn gebeten? Ich glaube, irgendwas wegen Geld war das. Ich hab dich gefragt, ob du mich und Lynn auf die Gästeliste schreibst. Ja, ja, das war es ganz sicher nicht. Also ich weiß nicht mehr, was es war, aber... Ja, was war es denn jetzt? Erinnern Sie sich jetzt oder nicht? Also ich habe ihr auch gar nicht richtig zugehört, aber die Gästeliste war es ganz sicher nicht. Das kann ich Ihnen sagen. Sind Sie beide da über den Streit geraten? Ja, schon irgendwie. Ich meine, ich wollte die Getränkebestellung, wie schon gesagt, aufstocken. Und durch das ständige Generve und Dazwischengequatsche habe ich statt 50 Kästen 15 Kästen Tequila bestellt. Bis sie dann endlich abgedampft ist, war alles zu spät. 50 Kisten? Also meine, das tut zwar nichts zur Sache hier, aber was wollten Sie denn mit 50 Kisten Tequila mit so viel Alkohol? Herr Richter, ich mache Flatrate-Partys. Ich habe mit 800 Gästen gerechnet. Ich habe 200 Tickets verkauft. 15 mal 96 Flaschen und 200 hatte ich da auch schon. Also ich kann Ihnen natürlich nicht vorschreiben, wie Sie Ihr Geschäft zu führen haben, aber es gab ja genug negative Schlagzeilen die letzten Jahre mit Flatrate-Saufen und Flatrate-Partys. Ich meine, Sie haben natürlich auch eine Verantwortung als Wirt. Und ich meine, wenn man solche Dinge veranstaltet, das ist für mich eigentlich ein Zeichen von einer gewerberechtlichen Unzuverlässigkeit eines Wirtes, oder? Was bringt es Ihnen denn, wenn sich Ihre Gäste zur Bewusstlosigkeit besaufen da? Ja, klar, verstehe ich Sie da auch schon irgendwie als Richter, aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, wir Wirte und Gastronomen machen letztendlich doch nur das, was von uns verlangt wird. Und früher hat das auch kein Mensch interessiert, wenn sich junge Menschen auf Festplätzen irgendwie zum Tod gesoffen haben oder sich abgeschossen haben. Heute machen wir das so, weil es die Party-Crowd von uns verlangt und jeder hat damit ein Problem. Glauben Sie, mir macht das Spaß, jeden Morgen diese Schnapsleichen rauszuziehen, aber mir bleiben sonst die Gäste weg ohne Flatrate-Partys. Was soll ich machen? Sie ist ein bisschen zu einfach, würde ich mal sagen, oder? Überlegen Sie mal, Sie haben die Verantwortung, wenn was passiert. Ja? Also so einfach können Sie es sich nicht machen. Obwohl mir klar ist, dass das Thema nicht leicht ist, nicht einfach ist für Sie. Ja, das können Sie laut sagen. Ich habe wochenlang mit meiner Mutter jeden Tag darüber diskutiert. Die hatte auch nicht so eine besonders gute Meinung, aber was soll man machen? Aber jetzt sollten wir mal zu dem 18. Juli zurückkommen. Was ist da dann weiter passiert? Ja, ich musste feststellen, dass bereits 23 Uhr unsere gesamten Tequila-Vorräte im Club erschöpft waren, was mich irgendwo dazu zwang, dass ich sämtliche Tankstellen in der Gegend oben abklappern musste, um für sag und schreibe 17 Euro pro Flasche gesamte Getränkestände abzukaufen. Das hat mich ein Vermögen gekostet. Ja, und wann sind Sie dann zurückgekommen zu Ihrem Club? Ach, das wird so 23:45 gewesen sein. Ich habe direkt am Hintereingang geparkt. Zeigen Sie doch mal, wir haben da ja auch einen Grundrissplan. Vielleicht zeigen Sie es anhand dessen mal genau. Ja. Und anhand des Fotos am besten auch, wo Sie da genau geparkt haben. Ja. Und zwar, ich bin praktisch hier vorgefahren und habe dann direkt hier an der Seite bei der Küche geparkt. Ja, ja, hier sind die Schließfächer und ich habe hier geparkt. Und als ich die erste Kiste praktisch reintragen wollte, sah ich schon durchs Fenster bereits, wie Vicky im Wagen saß und die mit der Karre losbrauste. Ja. Also dieser Seiteneingang, den sieht man auch drunter auf dem Foto, oder? Und ganz rechts auf dem Foto sieht man dann auch diese Schließfächer, um die es ja dann geht. Haben Sie sehen können, wohin sie mit dem Auto ist? Nein, als ich rauskam, war leider schon alles vorbei. Da hat es schon geknallt gehabt und ich sah nur noch, wie Menschenmassen sich schon über meine Karre hermachten. Wie, wie Geier. Das. Nehmen Sie doch ruhig wieder Platz. Laut Gutachten entstand im Wagen ein Schaden von 8.400 Euro. Und laut Ihrer Aufstellung ging durch einen Aufprall 10 Flaschen Tequila zu Bruch. 9 Flaschen sind dann von Passanten noch entwendet worden. Ob der Täter auch was entwendet hat, das lässt sich natürlich heute nicht mehr sagen. Am Fahrersitz Ihres Wagens wurden Haare von Frau Viktoria Bayer gefunden. Hm? Ist sie denn vorher mal an dem Abend oder vor dem Abend mal mit Ihrem Auto gefahren? Klar, ich habe ihr öfters den Wagen geliehen, aber das ist schon länger her. Herr Salzimmer, was anderes. Sie haben gerade eben, ich zitiere, gesagt, durchs Fenster habe ich gesehen, wie Vicky losgebraust ist. Und das bei Nacht. Ja. Da müssen Sie aber ziemlich gute Augen haben, um sie genau zu erkennen. Ja. Ja, oder haben Sie sich vielleicht doch geirrt? Vielleicht wollen Sie nur, dass sie das ist? Nein. Manchmal wünscht man sich ja was, ne, und muss dann hinterher feststellen, dass es vielleicht doch ein Irrtum war. Nein, es war wirklich. Was ist denn zum Beispiel mit Jan Fritsche, nicht? Ihrem Konkurrenten? Was soll mit dem denn sein? Wie verstehen Sie sich denn mit dem?
Ich meine, da kann man sich an beiden Fingern abzählen, seit ich mein Red Hot Moon Club direkt gegenüber von seinem Testaronjahr eröffnet habe, ist unsere Freundschaft schon etwas angespannter. Kann ich mir vorstellen. Ist es seitdem schon mal zum Streit zwischen den beiden gekommen? Nein. Sie wollen mir sagen, es hat keinen Streit, keine Auseinandersetzung gegeben, obwohl Sie ihm exakt das Konzept geklaut haben, einfach kopiert? Es hat keinen Streit gegeben, weil ich ihm auch nichts geklaut habe. Na ja, gut, also wenn ich mir hier mal diese beiden Flyer anschaue, ne? Das ist ja der von Ihrem, den haben Sie mir gerade gegeben. Das sehr schön, ist der, ja, genau, aus dem Testimonial. Ne? Da kann man ja schon mal sehen, die sehen ja äußerlich gleich nicht so verschieden aus. Sehr stark, ne? Testimonial haben wir hier Porno, Stripperin, Softcore. Ne? Und bei Ihnen haben wir nur das Ganze mal in Rot gehalten. Porno, Table Dance, Strip Dance und Softcore Porno als Motto. Ne? Und dann, ja, habe ich dazu noch ein Stadtmagazin. Nicht? Da hat der Jan Fritsche, Clubbetreiber des Testimonial, der hat dann mal im März ein Interview gegeben. Das klingt so, als hätte er das Konzept erfunden. Wir hoffen uns natürlich, dass eine Menge Menschen auf das Konzept anspringen. Stellen Sie sich vor, ein ganzer Raum voller sexy gekleideter Menschen. Für mich klingt das wie das Paradies. Und dazu auch noch gekoppelt mit so viel Wodka, wie man will. Der einzige Unterschied, bei Ihnen gibt es Tequila. Da gibt es schon noch ein paar andere Unterschiede. Ja, welche denn? Ja, zum Beispiel ist es ganz klar, dass bei Jan Fritsche einmal im Monat so eine Pornoparty ist. Ja, und bei mir ist jeden Abend Pornoparty. Natürlich ein Riesenunterschied. Der Strich klingt schon sehr ähnlich, oder? Ja, ich werde das Jan Fritsche nämlich auch so. Ja, und selbst wenn, er hat ein Alibi. Er hat die ganze Nacht in seinem Club gearbeitet. Frau Kollegin, wir werden wohl kaum in so einem Areal jemanden finden, der uns hundertprozentig bestätigen kann, dass er Jan Fritsche jede Minute die ganze Nacht gesehen hat. Nicht? Also wir sprechen hier ja über ein Partyareal, wo zudem alle noch durch Flatrate-Partys ziemlich angeheitert sind. Nicht? Was ist denn zum Beispiel mit dem Zeitraum, als Jan Fritsche dann mal bei Ihnen im Red Hot Moon war? Darüber hat ja noch keiner was verloren hier. Ja, Sie aber auch nicht, Herr Verteidiger, oder ist uns da was entgangen? Eben. Ich habe in der Tat vor wenigen Tagen im Internet auf einer Videoplattform, wo so Partybilder dargestellt werden, einen Mitschnitt von Ihrer Eröffnungsfeier gefunden. Ne? Das hat ein Gast da ganz offiziell reingestellt, das heißt für jeden zugänglich. Und das wird beweisen, dass Jan Fritsche an dem Abend in dem Laden war. Ich haben Sie mir mal die Internetadresse, dann können Sie mir sagen, Internetadresse, bitte, ja. Diesmal haben Sie es besonders gern recherchiert, Herr Kollege, oder? In dem Fall. Sehr hilfreich, wenn man seine Hausaufgaben macht, Frau Kollegin. So, das ist die Adresse hier. Dann lassen wir das doch mal laufen, würde ich sagen. Mhm. Ey, da gehen ja schon die ersten Leute. Das ist so eine Verarschung. Der Tequila ist ja alle. Sieht mir ja gar nichts. Das ist ein Handyvideo. Wenn man das nicht sehen will, Frau Kollegin, dann wird... Ich will durchaus, aber es ist total dunkel. Aber um Ihnen noch mal die Möglichkeit zu geben, vielleicht spulen wir noch mal ein Stück zurück. Mhm. Da sehen wir hier vorne im Vordergrund einen Langhaarigen, bei dem es sich eindeutig um Jan Fritsche handelt. Den meinen Sie? Richtig. Und ich glaube, man kann auch seine Freude schon erkennen, dass dann der Tequila ausgegangen ist. Das war ja letztendlich auch das Ziel. Also es tut mir leid bei aller Liebe, aber ich kann definitiv nicht sagen, dass es sich hier um die eine und dieselbe Person handelt. Das kann man doch überhaupt nicht erkennen. Wenn man das nicht will. Es hat mit Willen nichts zu tun, sondern mit Tatsachen. Jan Fritsche hat nicht den ganzen Abend in seinem Club verbracht. Er war bei Ihnen auf der Eröffnungsfeier. Wir haben gesehen, wie er sich gefreut hat, als der Tequila ausgegangen ist. Aber wie wird ihm dann wohl zumute gewesen sein, als er Sie dann vielleicht gesehen hat um die Ecke, als Sie mit dem ganzen Nachschub kommen? Lassen Sie mich kurz raten. Begeistert wird er nicht gewesen sein. Richtig. Es tut aber auch überhaupt nicht zur Sache, weil Sie ja nicht ihn am Steuer Ihres Wagens gesehen haben, oder? Nein. Ich glaube nicht, dass der Jan das war. Was soll denn das jetzt heißen? Ja, es ging auch alles zu furchtbar schnell, Herr Richter. Ich denke schon, ich habe Vicky gesehen. Was heißt denn, ich denke schon, ich habe Vicky gesehen? Sie haben vorhin gerade gesagt, Sie sind sich ganz sicher, dass Sie Ihre Ex-Freundin gesehen haben. Haben Sie jetzt gesehen oder nicht? Ja, das war Vicky. Gibt es denn noch Fragen hier an den Herrn Salzen? Herr Salzen, nehmen Sie mal bitte hinten Platz. Lynn Kustermann, bitte, der Zeuge bleibt unvereidigt. Dann wollen wir das doch mal ganz nüchtern betrachten, Herr Kollege. Frau Kustermann, guten Tag. Kommen Sie mal nach vorne, nehmen Sie bitte hier Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Ja. Sie heißen Lynn Kustermann, 19 Jahre alt, Sie wohnen in Mörzach, Sie sind ledig, Schülerin am Gymnasium, sind nicht verwandt oder verschwägert mit Angeklagten. Aber wir haben schon gehört, dass Sie beste Freundin sind. Mhm. Ja. Ihre Freundin wird vorgeworfen, unbefugt den Wagen von Herrn Salzen genommen zu haben und den dann absichtlich in solche Schließfächer reingefahren zu haben. Nee, Vicky war das nicht, das weiß ich ganz sicher. Und woher?
Ja, weil wir ja die ganze Zeit zusammen unterwegs waren. Und was haben Sie ja beide gemacht? Wir sind halt so rumgelaufen und wir haben uns überlegt, ob wir in irgendeinen Club gehen sollen oder so. Das haben wir dann aber nicht gemacht. Wir haben uns eine Cola geholt und uns irgendwo hingesetzt und geredet halt. Haben Sie denn irgendwie mitbekommen, was da an den Schließfächern passiert ist? Nee, gar nicht. Wir waren ja am anderen Ende vom Garpa. Ja, ja, klar. Das hat ja auch nicht jeder knallen gehört, ja? Da war überall laute Musik und so. Wir haben es erst einen Tag später von meiner Mutter erfahren. Frau Gustermann, Sie beide sind doch schon lange gute Freundinnen, oder? Mhm. Und es soll ja auch durchaus schon vorgekommen sein, dass gute Freundinnen füreinander lügen. Ja, vielleicht, aber bei uns ist das nicht so. Es wäre allerdings nicht das erste Mal. Trotzdem, ich lüge nicht. Ich habe noch nie gelogen. Lynn, das stimmt jetzt aber nicht. Beamter? Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender, ja, wenn ich mich hier einmische, aber Lynn hat gerade gelogen. Das kann ich so nicht stehen lassen. Mhm. Was meinen Sie denn? Also ich habe mich ja auf Linz und Victoria Schule umgehört. Und da habe ich eben mich mit ein paar Lehrern unterhalten und da ist mir was zu Ohren gekommen. Aber vielleicht möchte Lynn uns das lieber selbst erzählen. Lynn, ich will dir überhaupt nicht zu nahe treten, das weißt du hoffentlich. Bitte erzähl dem Gericht, wie das mit Paul Abel war. Das war ich nicht. Da gibt es doch Parallelen. Also entschuldigen, ich habe natürlich auch die Möglichkeit, jetzt die Frau Achenbach hier als Zeugin zu vernehmen und dann erzählt sie uns die ganze Geschichte. Aber ich denke, es macht einen viel besseren Eindruck, wenn sie es selbst erzählen, oder? Der Paul ist ein totaler Idiot. Der geht bei uns auf die Schule und der macht immer nur Stress, der nervt mich. Ja, was macht er denn? Ach, alles. Er reißt Zeiten aus meinen Heften, schmeißt meine Jacke aus dem Fenster, schreibt gemeine Sachen über mich an die Tafel. Und macht er das bei anderen auch, oder? Ja, schon, aber bei mir eben am meisten. Und haben Sie sich mal dagegen gewehrt? Nein, Lynn. Das war ich nicht. Was waren Sie nicht? Jemand, also nicht ich, hat irgendwann die Schultasche von Paul in den Schulbrunnen geworfen. Und all seine Sachen waren hin. Und sein Handy eben auch. Und wer war das? Ja, ich nicht. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Ich habe gefragt, wer es war, ja? Aber ich meine, wenn der Paul Sie mit so einer Freude ärgert, da kann ich mir gut vorstellen, dass viele Menschen gedacht haben, sie waren es, oder? Ja, das haben ja auch alle, aber ich war das nicht. Die haben auch alle gesagt, dass sie mich gesehen haben, aber das können sie nicht, weil ich es nicht war. Haben Sie denn deswegen Ärger bekommen? Nein, weil ich es nicht war. Aber wenn viele gesagt haben, dass sie das waren, und wenn das eigentlich von der Motivlage auch passt, ja, wenn sie am meisten unter ihm gelitten haben, dann wundere ich mich, dass da nicht irgendwelche Konsequenzen gab. Ja, weil Vicky eben auch gesagt hat, dass ich es nicht war, weil wir die ganze Zeit zusammen unterwegs waren. Und waren Sie da tatsächlich gemeinsam unterwegs, als die Schultasche da im Teich gelandet ist? Nein, aber sonst hätte mir ja keiner geglaubt. Jetzt muss ich mich doch noch mal einmischen. Das lässt sich doch wohl kaum vergleichen, die Geschichte von damals mit dem Rucksack eines Schulrautes, mit der Situation von heute, mit meiner Tochter. Entschuldigung, damals hat Ihre Tochter Lynn Kustermann verteidigt und heute verteidigt Lynn Kustermann Ihre Tochter. Aber ich hab doch jetzt nicht gelogen. Die Vicky hat das Auto von Burkhard wirklich nicht genommen. Sie bleiben dabei, dass Sie gemeinsam irgendwo am anderen Ende des Geländes waren, als das alles passiert ist. Na gut, noch jemand weitere Fragen? Dann bleiben Sie unvereidigt, nehmen bitte hinten Platz. Der Zeuge Martin Muck, bitte.